Es werden neue Berufe entstehen, die existieren noch gar nicht. All das wird ein Mars-Programm, das ich ein Jahrtausendprojekt nenne, weil es sich über viele Jahrhunderte erstreckt, aus sich herausbringen. Auf der ganzen Erde gibt es keinen Grund, der nicht unneutral wäre oder unumstritten wäre, nur der Raum. Der Weltraum ist in meinen Augen der einzige uns verbliebene Raum, der neutral ist und nicht umstritten ist, sodass wir, wenn wir dort gemeinsame Sache machen, niemand irgendwie sich zurückgesetzt fühlt, sondern alle ihrem Können nach, ihrem Können entsprechend und ihren Finanzen entsprechend mitmachen können. Die ISS hat das bewiesen, dass es geht. Common Cause. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Übersetzung gibt. Gemeinsame Sache, gemeinsame Ziele, wo jeder im Grunde sagen würde, ja, da ist nichts dran auszusetzen. Der nächste Common Cause muss größer sein und schwieriger sein. Und das ist der Mars. Der ist in meinen Augen ein idealer Common Cause, in dem eine multinationale Beteiligung nicht nur wünschenswert ist, sondern erforderlich ist, schon mal aus wirtschaftlichen Gründen und dann eben auch, um größere Partnerschaften zu bilden. Und auf die Art kann man auf die Erde Initiativen herunterbringen oder ihnen wenigstens vorführen, dass Nationen friedlich zusammenarbeiten können. Es war in unserer Planung durchaus denkbar. Wir wollten 50 Jahre wir dachten, dass zur 50-Jahresfeier von Apollo 11 wir auf den Mars fliegen können, 1969 plus 50. Das wird auch ungefähr werden. Ja? Der Marsplan heute ist, dass wir 2030 oder 2035 spätestens auf dem Mars landen. Es hat sich also praktisch nicht allzu viel geändert in diesen 50 Jahren. Es sind noch einige dazugekommen, 20 Jahre oder so. Aber ich habe ja erwähnt, ja, dieses Quirkiness, diese Flexibilität, die man durch die Politik und die sich ändernden Prioritäten, die man da doch bedenken muss. Heute würde ich sagen, dass unser Programm, und das nennen wir New Space mit der neuen Ära, ganz entschieden aus unseren zeitgemäßen Problemen, wirtschaftlich, politisch und so weiter, darauf eingegangen ist. Und deswegen absolut noch nach hinten offen ist, sodass, wenn später einer sagt, nee, zu dem Asteroiden wollen wir nicht fliegen, wir lieber zum Mond zurück, oder im Mond wollen wir auch nicht fliegen, wir zum Mars. All das ist in der Infrastruktur, die wir jetzt entwickeln, vorbedacht, sodass wir nicht wieder von vorne anfangen müssen. Kennedy hat es damals gewusst und er hat gesagt, wir machen das, nämlich die Mondlandung, nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist und weil es eben dann auch viel kostet. Wir müssen den schweren Weg gehen. Man muss immer den harten Weg gehen. Und ich sage auch immer, das habe ich auch meinen Studenten immer schon gesagt, meidet die Komfortzone. Ja, die Jugend heute versteht das nicht. Die wollen sich leicht machen, Fun haben, Spaß machen, ja ganz gemütlich irgendwo sich hinsetzen. Das gab es damals in unserer Studentenzeit nicht. Es gab in Aachen überhaupt keinen Ort, wo man richtig ausspannen konnte. Es gab die Bastei, da gab es so ein bisschen Striptease manchmal. Und wenn da besondere Striptease-Tänzerin auftrat, dann sind lange Schlangen von Studenten dort. Also ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.